Ich habe jetzt die Ehre, hier dieses hochkarätige Panel zur Frage, wer archiviert das Internet, zu moderieren. Ich finde das für mich sehr spannend, um ein sicher ja schon öfter verwendetes Wort zu verwenden, betrete dennoch ein wenig Neuland mit diesem Panel, weil bislang, wenn es um Urheberrecht und Internet ging und auch im Kontext vor allem des Glam-Kontextes, also Gallery, Libraries und Museums, dann war eigentlich mein Hauptthemenfeld, Problemfeld, mit dem ich immer zu tun hatte, die Lücke des 20. Jahrhunderts. Ja? Wie kann man diese Lücke irgendwie schließen helfen? Wie kann man das erschließen, was zwar irgendwo analog vorhanden ist, aber nicht digital vorhanden ist? Aber heute geht es eigentlich nicht um die Lücke des 20., sondern eigentlich um eine drohende Lücke des 21. und vielleicht folgender Jahrhunderte, nämlich wenn wir es nicht irgendwie hinbekommen, auch heute entstehende Werke zu archivieren, zu sichern und zugänglich zu machen. Und das ist das Thema dieses Panels heute und damit habe ich auch schon eigentlich genug gesagt. Wir werden jetzt, wird das wie folgt ablaufen, wir werden einen kurzen Einstiegsinput haben von Herrn Wendler und ich werde dann die anderen Panelisten jeweils zu ihrem Einstiegsstatement kurz vorstellen. Würde aber jetzt dann bitten, als erstes Bert Wendland kurz seinen Einstiegsvortrag zu halten. Er ist studierter Informatiker, allerdings schon länger im Bibliotheksbereich tätig, seit 10 Jahren inzwischen an der, ich kann leider nicht französisch, Bibliothèque Nationale de France in Paris tätig, also ein Deutscher kümmert sich dort ums digitale Erbe und zwar auf der produktiven Seite der Webarchivierung. Er wird aber jetzt in seinem Einstiegsstatement durchaus ein bisschen nur über diese produktive Seite hinausblicken. Bitte. Ja, vielen Dank. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch mich ganz herzlich zu bedanken für die Einladung an Herrn Klimpel und die Gelegenheit, dass ich die hier habe, die unsere Aktivitäten an der BNF vorstellen zu können. Etwas, was auch an der BNF durchaus sehr positiv wahrgenommen worden ist. Gut, wenn wir in Frankreich von der Webarchivierung sprechen, fangen wir immer im 16. Jahrhundert an, erstaunlicherweise, konkret im Jahr 1537. Der Herr dort rechts oben im Bild ist der französische König Franz I. Und der hat ein Dekret erlassen, dass künftig von jedem in Frankreich gedruckten Buch ein Exemplar der Königlichen Bibliothek zu überlassen sei, und zwar kostenlos. Und dieser Erlass gilt als die Geburtsstunde der weltweit ersten bibliothekarischen Pflichtabgabe auf nationaler Ebene. Nun, dieser Sammelauftrag der Bibliothek wurde in den folgenden Jahrhunderten immer weiter auf jeweils neue Medien, die aufkamen, erweitert. Sie sehen das dort, Musikpartituren, Fotoschallplatten. Im 20. Jahrhundert wurde es dann elektronisch. Und schließlich seit 2002 wurden die ersten Websites geharvestet von der BNF. Die ersten Experimente gab es dazu um die Jahrtausendwende, also 1999 fing das bereits an. 2002 anlässlich der Präsidentschaftswahlen und 2004 nochmal zu den Europawahlen gab es die ersten ganz konkreten Aktivitäten, systematisch und umfassend etwas zu harvesten. Seit 2006 haben wir ein Gesetz dazu. Das Gesetz ist die, dazu sage ich gleich noch was. Und ein Gesetz in Frankreich, das ist eine französische Besonderheit, wird immer erst dann gültig, wenn es durch ein Anwendungsdekret der Regierung in Kraft gesetzt wurde. Das kann mitunter Jahre dauern. Bei uns war es 2011 der Fall. Und seitdem sind wir also wirklich auf einer gesetzlichen Grundlage mit vollen Rechten und Pflichten dabei. Nun, dieses Gesetz vom 1. August 2006, das ist konkret die französische Umsetzung der Urheberrechtslinie der EG von 2001. Da wird in verschiedenen Artikeln ziemlich konkret festgelegt, wie wir oder wie in Frankreich das Web zu archivieren ist, was dort gemacht werden soll, letztendlich Informationen aller Art, so sie elektronisch und öffentlich ohne Zugangsbeschränkungen zugänglich sind. Es ist festgelegt, wie das gemacht wird, in welcher Form, durch automatisierte Prozeduren und schließlich auch, wer das dann zu tun hat. Das gibt es also neben der BNF noch das INA, das Institut National d'Audiovisuel, das ist der nationale Institut für audiovisuelle
Medien und die sind für die Websites von Radio- und Fernsehstationen zuständig. Dieses Institut ist seit den 70er Jahren damit beauftragt, die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehprogramme zu speichern, aufzunehmen und zu speichern. Und damit haben sie auch den Part für die Websites dort übernommen und alles andere liegt in der Zuständigkeit der BNF. Letztendlich ergibt sich daraus als Konsequenz, dass es erstens keine Pflichtabgabe gibt. Also niemand ist verpflichtet, uns etwas zu geben von den Websites. Auf der anderen Seite, wir sind verpflichtet und berechtigt, das zu sammeln als Bibliothek. Mit der Einschränkung, dass dann wie überall in Europa der Zugriff auf die gespeicherten Daten beschränkt ist auf die Leseseele. Wir haben die üblichen Herausforderungen, wie jeder andere auch, der Webarchivierung macht. Nicht? Also sollten uns auf das französische Web beschränken, nicht auf das französischsprachige, sondern auf das national-französisch-französische. Das ist einfach, wenn es um Websites geht, die .fr hin haben, schwieriger bei .com, .org, nicht? Also da sind auch eine ganze Menge französische Websites und einige Daten sind rein technisch sehr schwierig zu harvesten. Dynamische Webseiten, wenn JavaScript eine Rolle spielt, soziale Medien machen uns große Probleme. Ein Sonderfall, das ist so eine Sache nebenbei nicht. Wir haben von 230 Online-Ausgaben von 69 regionalen Tageszeitungen, die wir im Rahmen unserer Webarchivierung auch mitspeichern täglich. Und dadurch konnte die Mikroverfilmung dieser Tageszeitungen eingespart werden. Das Ganze unter der Prämisse, das ist unsere Hauptdirektive sozusagen, dass es geht nicht darum, das gesamte französische Web zu archivieren, das ist rein technisch und vom Umfang her nicht möglich, geht auch nicht darum, sowas wie das Beste vom Web zu machen, sondern was wir wollen, ist einen repräsentativen Querschnitt dessen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar war. So, wo kriegen wir die Daten her? Das ist eine ganze Menge. Wir bekommen einmal im Jahr von der AFNIC, das ist die französische Registrierungsbehörde, alle offiziell in Frankreich registrierten Domains als Liste geschickt. Das sind gegenwärtig so um die 3 Millionen. Dann gibt es noch für Neukaledonien eine eigene Registrierungsbehörde, die schicken uns auch das, was sie haben. Dann haben wir eine Partnerschaft mit dem größten privaten französischen Provider, die auch Adressen und Domains verkaufen, die geben uns das, was sie haben. Das hat für uns den großen Vorteil, dass die uns gezielt das auswählen können aus ihrer Datenbank, wo der Auftraggeber eine französische Adresse als Sitz angegeben hat. Dadurch wissen wir auch, was .com und .org französisch ist bei denen. So, das Ganze wird vermischt mit den bereits bekannten Domains, das sind 6 Millionen, die wir in der Datenbank haben. Das Ganze gibt einen Prozess der Deduplizierung und danach wird dann geguckt, was dann davon wirklich aktiv und im Netz vorhanden ist und das macht dann 4,5 Millionen Domains, mit der einmal im Jahr ein Broadcrawl gemacht wird. Das dauert 6 Wochen, läuft immer im Herbst, jetzt gerade der für dieses Jahr, der ist gerade aktiv, der soll Ende November fertig sein. Und darüber hinaus gibt es ein Komitee von ungefähr 100 Bibliothekaren an der BNF, die als Teil ihrer Arbeit aktiv das Web beobachten und einen Pool von 20.000 Websites verwalten, woraus dann die Fokus groß gemacht werden, die teilweise projektbezogen, teilweise kontinuierlich ablaufen in verschiedenen Frequenzen, monatlich, wöchentlich bis hin zu täglich projektbezogen, kann ereignisbezogen sein, zu Wahlen, Olympische Spielen, Ähnliches. Oder auch thematische Sammlungen sein. Daraus ergibt sich so ein gemischtes Modell. Nicht? Einmal der Broadcrawl, sehr viel, aber sehr oberflächlich, weil wir da nicht sehr in die Tiefe gehen können. Und diese thematischen und Focus-Crawls, wo wir dann versuchen, möglichst umfassend die Websites zu speichern. Das haben wir bis jetzt gemacht. 13 Broadcalls seit 2004. Die ersten 5 hat das Internet Archive für uns gemacht in unserem Auftrag. Wir hatten eine Partnerschaft. Seit 2006 schaffen wir das selbst. Wir haben 750 Terabyte insgesamt im Archiv und das sind so ungefähr 25 Milliarden URLs. So ganz genau kann das keiner mehr sagen. Das ist also eine riesige Menge. Wenn wir das gemacht haben, kommen die Daten in das Langzeitarchiv der BNF, das ist dieses SPAR-System, was ein vertrauenswürdiges Archiv gemäß der OAIS-Spezifikation ist, das wir mitbenutzen und da kommt dann das in
in diese Bandroboter-Speicherungen da rein. Es gibt in zwei physisch getrennten Standorten, wird das dann aufbewahrt und bleibt hoffentlich sehr, sehr lange dort verfügbar. Die Nutzer haben verschiedene Möglichkeiten, auf das Archiv zuzugreifen. Prinzipiell ist es im Haus beschränkt, das sagte ich schon. Es ist in der Forschungsbibliothek der BNF, das ist der Teil, in dem nur akkreditierte Leser Zugang haben. Dort sind die Computerarbeitsplätze geöffnet zum Zugang zum Archiv. Und es gibt einen Zugang von, es gibt darüber hinaus 26 regionale Bibliotheken noch, die auch in die Pflichtabgabe mit einbezogen sind. Und die werden nach und nach jetzt da mit hinzugenommen, dass von den dortigen Leseseelen auch der Zugriff auf unser Archiv möglich ist. Für die Hälfte ungefähr davon ist das bis jetzt realisiert. Wir benutzen die Open-Source-Version der Wayback-Maschine, des Internet Archive, in einer angepassten Version. Man kann über die URL-Suche, wir haben eine Experimente-Volltext-Suche und es etwas, was wir geführte Touren nennen, also reduktionell aufbereitete Teile des Archivs, wo die Nutzer die Möglichkeit haben, ja, geführt quasi zu entdecken, was es bei uns alles im Archiv gibt. Kooperationen, erste sehr wichtige Kooperation zwischen 2004 und 2008 war die Partnerschaft mit dem Internet Archive, von der wir sehr, sehr stark profitiert haben. Wir haben eine ganze Menge an Daten erstmal übernommen. Sie haben die ersten Broadcasts und einige Focus-Cores für uns gemacht. Wir haben Technologie übernommen. Wir benutzen den Crawler, den Heritrix-Crawler, der vom Internet Archive entwickelt wurde, und die Wayback-Maschine. Und die ersten 5 Broadcasts wurden in diesen roten Dingern da. Das sind Peterboxen, das sind so Speichertürme, ziemlich unkonventionell zusammengebaut. Die haben die uns aus San Francisco geschickt. Und eine ganze Menge Know-how natürlich. Es gibt eine Kooperation im Rahmen des IIPC, das International Internet Preservation Consortium, ein weltweiter Zusammenschluss von größtenteils Nationalbibliotheken, aber Forschungseinrichtungen, Service-Providern und andere Organisationen auch. Und wir sind auch offen für den Zugang durch Wissenschaftler. Zeit ist eigentlich um. Darf ich noch ein paar Screenshots zeigen, so wie das dann aussieht, wenn Sie bei uns sind. Nicht? Also das ist die Startseite. Alexis, unserer Wayback Machines, das sieht es bei uns so aus. Sie können oben eine URL eingeben und Sie kriegen dann eine Liste von allen Daten, an denen diese URL oder diese Website gespeichert worden ist. Können sich ein konkretes Datum dann aussuchen, dann draufklicken, kriegen dann den Stand dieser Website von diesem Tag mit ein paar Metadaten oben angegeben, nicht wann das genau passiert ist, mit Uhrzeit und Datum und wievielten Speicherungen das ist. Sie erinnern sich vielleicht, das war 2009 als 2013, als Gerard Depardieu beschlossen hatte, Russe zu werden, ging auch durch die deutschen Medien. Bis hin zu der allerältesten Version der Startzeit von Le Monde, die wir im Archiv haben, von 1997. Die sah dann so aus. Ein Beispiel für eine geführte Tour. Das ist dann so etwas, nicht? Sie ist eine Liste von Websites ausgewählt mit Erklärungen dazu, mit einer Einführung und quasi als Führung für die Leser, was sie dort alles entdecken können. Das Bild finde ich so schön aus der Anfangszeit. Ich glaube, jede Bibliothek hat sowas irgendwo noch rumzustehen, diese alten Katalogkästen. Einen davon, und die Kollegen haben dann den Hinweis da oben raufgestellt, dass es dann dort zu Konsultationen geht. Und im Lesesaal sieht es dann so aus. Gut. Aktueller Hinweis, die Internetarchivierung wird 20 Jahre alt. Wir haben nächste Woche eine kleine Festveranstaltung dazu an der BNF. Wenn Sie wollen, gucken Sie sich das an. Danke. Danke, Herr Wendland, für diese Einblicke und auch wirklich die schönen Bilder davon, dass man irgendwie wirklich einen Eindruck davon bekommt, wie das aussieht, so ein Archiv des Internets, also wirklich auch so materiell, analog. Als nächstes, sehr häufig erwähnt, wurde ja bereits das Internet Archive. Umso mehr freut es mich, dass Alexis Rossi, die Direktorin für Media and Access, Medien und Zugang beim Internet Archive, hier
heute mit am Podium ist. Sie ist seit 2001 für das Internet Archive tätig und dort unter anderem auch für die erwähnte Wayback Machine zuständig. Hello. So my question that I wanted to ask everyone was, how do you archive the internet? Of course, I think everyone of here will have at least once had a look at the Wayback Machine and at all these different kinds of ways that you archive the internet. And you also have the advantage that you can offer it actually without forcing people coming to the reading room. But nevertheless, my question would be, in a way, how does your approach differ from the approach that we just heard about? And maybe regard to legal circumstances, which obviously are very important in Europe, would you consider your situation to be much more luxurious, or is there something that you still would want to change in your way? Also meine Frage kurz, viele von Ihnen werden das kennen, eben das Internet Archive, und gleichzeitig ist die Situation dort natürlich eine andere. Man kann das Internet Archive einfach von zu Hause aus besuchen, man muss dazu nicht in einen Lesesaal gehen. Deshalb meine Frage, ist es eigentlich ein bisschen eine luxuriösere, wenn man so will, rechtliche Situation? Ist alles eitel Wonne, oder gibt es da trotzdem auch Punkte, die vielleicht nicht so gut funktionieren? Bitte. Hi, good afternoon. So just briefly, the Internet Archive, in case you're not aware, is a non-profit organization based in the United States. We're not associated with any government. And the point of it is to gather all of human knowledge and make it available to everyone in the world. So it's kind of building a public library that serves the entire world. Beyond the internet, we archive things like books, music, movies, television, software. So there's a lot going on archive.org other than the Wayback Machine. But we came here to talk about the Wayback Machine, so let's talk about that. So we started archiving the web in 1996, and that was through a partner, Alexa Internet, that was also founded by the same person who founded the Internet Archive. They have been donating all of their crawls of the web to the Internet Archive since their founding in 1996, and they still do today. So that was kind of the backbone of how we started archiving the internet. But eventually, of course, we started archiving the internet on our own. And we do that several ways. The first way is called archiveit.org. And what this is a partnership between the Internet Archive and right now over 400 libraries, universities, and other institutions. It's a subscription service where the institution has the ability to tell us what to crawl. They provide us with a list of URLs and rules, like how often they want them crawled and how far they want the crawl to go. And then we perform the crawls on their behalf. They can enter metadata for every seed, for every document that's crawled. They can limit it by, I only want PDFs, or you know, whatever they say the rules are. We collect for, as I said, over 400 institutions right now. Those collections go back to the institutions, but they also end up in the Wayback Machine for the most part. So that's the first way that things come in. It's other people telling us these specific things are very important. The second way that we do that is through domain crawls that we do for national libraries. So the French National Library, of course, we used to work with them back in the day, and then now they fly on their own in wonderful glory. We still do national crawls for places, well, the Library of Congress in the United States, Spain, New Zealand, Australia, several other countries. And in that case, they are again telling us what they want, whether they want the .nz for New Zealand, or if they want .nz plus everything that's registered in New Zealand. In other cases, it's anything that's in a particular language, things like that. So again, this is other organizations telling us what to crawl. Again, we hand all of those back to the organization, and we also put them in the Wayback Machine for access by the public. The third way that we crawl things is on our own
dime. We pay for it ourselves. So that is what we call our wide crawl. And that is kind of the backbone of what goes into the Internet Archive's Wayback Machine. We crawl about 1 billion URLs every week for that crawl. The things that go into that crawl are varied. We do several different things. Number one, we'll do a wide, deep crawl, starting with things that are very popular. So we get a list of the top websites. We use different ways to determine which sites are well connected to other sites. We start with those, and then we go as deep as we possibly can, either for a predetermined time or until we hit kind of a slowdown. Eventually, you get a slowdown when you do a crawl. We also do survey crawls, where we take every known domain that we can find and do a very kind of thin, shallow crawl across all of those domains. The idea being, even if they're not popular, we do want to capture something for them, at least their homepage and perhaps one hop out from that. We also do some other very targeted crawls, things like we archive every YouTube video that is tweeted. We archive every citation made in every language of every Wikipedia. And we also archive every WordPress blog page and all of the things that it links to. So those are attempts, there are a few others, but those are the big ones. Those are attempts to let the rest of the world tell us what is important, because we know that we have our own collection biases, just as every organization does. The last way that we get things is by people being able to use what we call Save Page Now. It's on the front page of the Wayback Machine, and it's just a form field. You put in a URL, you click the button, we save the page immediately and hand you back an archival URL that will never die. So a lot of people use this to capture breaking news stories. People use it to capture resources for the research that they're doing because they don't want the resources that they've used in their journalism or in their scholarly research to die over time, which they will if you don't save them. And so that's kind of the fourth way that this happens. We do also work with our archivist partners on special event-related collections. So when something major is happening in the world, we try to get people together, the librarians that we already work with, and ask them to help us save the pages that we should be saving. Those happen regularly, maybe not enough. It would be maybe nice if we had another way to make that happen. As far as access goes, everything that we crawl is available through the Wayback Machine. The only restrictions on what we show is if someone has put into their robots.txt file that they specifically don't want us to crawl or show things from their website. So whenever you request a URL through the Wayback Machine, we very quickly check their live robots.txt and honor that in the moment when we're trying to serve the page back to you. We do occasionally get takedown requests for things. So there are some pages that get excluded, but it's a minuscule percentage of the overall collection. The overall collection right now is about 570 billion URLs, and growing by about a billion URLs every week. And if I had to guess, I would say it's 15 plus petabytes at this point. Don't quote me on that last one. I'd have to go look. overall, the Wayback Machine has been going for about 15 years now. We launched it. So we started crawling in 1996, or Alexa did. So we started collecting in 1996. But we actually launched the Wayback Machine in 2001. So it's been about 15 years now. And when we first launched it, all of the lawyers that we spoke to told us that we were going to get sued off the face of the earth for collecting people's copyrighted materials and playing it back. We've taken a lot of pains to try to make sure that we're doing this in a respectful way while still fulfilling our role as a library. We think it's important to save these things.
We initially had a 6-month delay between when we collected something and when we showed it. And we did that for probably over 10 years, had that 6-month delay. Now we actually show things within a few hours of when we collect them. But it's very helpful, I think, for how people perceive this archive, that we're a library, we're a nonprofit, we are not making any money off of showing these things to people. And we have seen over time that the things that get captured in the Wayback Machine are really important. We know that we can hold people accountable for what they say on the internet. And it's the same reason that we archive television, actually, so that we can hold people accountable for what they say. Television and the internet are both very ephemeral media. A web page dies or changes in approximately 100 days. Of course, they don't all change. Some of them stay the same and they never change. But the average is 100 days before it changes or dies. So you have to be collecting things on a regular basis, and you have to try to get the best representative sample that you can. We don't archive the entire internet. It's not possible. There are all kinds of technical problems, as Bert mentioned. But also, it's just too big at this point. We certainly don't have the money. So we are trying, again, to create that representative sample and make sure that we save the things that are important. So that's the Internet Archive. Thank you. Yeah. Als nächstes meine Frage an Elisabeth Niggemann, die Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek, unter anderem auch Vorsitzende der Conference of European National Libraries, nicht mehr? Schon lange her? Okay, dann bitte ich. Es ist, manche Dinge veralten noch schneller als Webseiten. Wir haben jetzt schon gehört, wie Frankreich das Internet sichert, wie das Internet Archive das Internet sichert. In Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, ich hoffe, das ist jetzt, stimmt jetzt in meinen Unterlagen, gibt es jetzt einen Sammelauftrag für Netzpublikationen seit 2006, also auch seit 10 Jahren. Also auch hier meine Frage an Sie, ganz konkret, und Ihre Institution. Wie archivieren Sie das Internet, also das deutsche Internet, unter Anführungszeichen? Ja, wenn es also eine einfache Frage wäre, dann würde ich sagen, ach, wir machen das. Wir haben den gesetzlichen Auftrag, wir haben jetzt 10 Jahre, ein Jubiläumsjahr, und wir tun das seitdem. Aber es ist eben keine einfache Frage, es ist recht komplex. Und deshalb möchte ich ein bisschen ausholen. Sie finden etwas über uns in diesem Heftchen, was den Konferenzunterlagen beilag, weil wir mit Partner sind bei der Veranstaltung hier. Deshalb brauche ich nicht lange auszuholen. Ich fange einfach vor 10 Jahren an. Da haben wir zusätzlich zu unserem bisherigen Auftrag den Auftrag bekommen, auch unkörperliche Medienwerke zu sammeln oder auch Netzpublikationen. Was sind unkörperliche Medienwerke? Das sind Medienwerke, die zwar veröffentlicht werden, und zwar über Netze, die frei zugänglich sind, also keine Intranet-Netze, und die keinen körperlichen Träger haben, der zum Beispiel Papier sein könnte, Mikrofilm sein könnte, eine CD-ROM sein könnte, also alles andere. Das ist jetzt nicht nur das Web, so wie wir es gerade gehört haben aus dem Beispiel in Frankreich oder beim Internet Archive, sondern es sind auch all die anderen Publikationen, und mit denen haben wir tatsächlich angefangen. Wir haben also angefangen, die E-Books, die E-Journals, die digitalen Dissertationen, die Tageszeitungen in PDF-Form zu sammeln, und da sind wir recht erfolgreich. Also wir haben im Juni dieses Jahres etwa 600.000 E-Books gehabt in unserer Sammlung, 180.000 Dissertationen, 4.000 Zeitschriftentitel mit den vielen, vielen Artikeln, die da dran hängen. Und wir haben alle Tages- und Wochenzeitungen, die es in Deutschland gibt, bis auf wirklich wenige, 10, 12 Ausnahmen, die eben keine E-Paper haben. Alle anderen, die als E-Paper erscheinen, haben wir, und das sind 1260 Titel. So, das ist alles sehr schön. Wir haben dann erst relativ spät angefangen, das Internet zu archivieren. Wir haben zwei Säulen dieser Sammlung angefangen. Wir haben zum einen gesagt, wir möchten selektiv sammeln. Das heißt,
Wir haben so ähnlich, wie das der Kollege von der BNF erzählt hat, uns hingesetzt und überlegt, was sind die wichtigen Institutionen, von denen wir bislang auch gedruckte Materialien gesammelt haben und haben deren Webadressen genommen, in einen Crawler eingefüttert. Wir haben das nicht selbst gemacht, sondern wir haben auch angefangen mit einer Firma. Wir haben also eine Ausschreibung gemacht, haben einen Partner gefunden und dieser Partner sammelt für uns im Durchschnitt 2-mal im Jahr, manches öfter, manches seltener, je nachdem, wie oft auch die Änderungen passieren, diese Adressen ein. Wir haben etwa 1900 solcher Websites, die wir regelmäßig sammeln und das nennen wir selektiv, weil wir eben direkt den Crawler dorthin schicken. Wir haben auch einige sogenannte Event-Harvesting gemacht, das heißt eine Bundestagswahl, ein Hochwasser, Flüchtlingsströme, die über Deutschland, die zu Deutschland, nach Deutschland kommen. Wir haben alle möglichen Ereignisse versucht, dann auch wieder gezielt auf bestimmten Webseiten zu sammeln. Das ist die eine Säule. Die andere Säule ist eben dieser Domain-Crawl, bei uns eben ein .de-Domain-Crawl. Leider sind wir nicht in der glücklichen Lage, dass uns in Deutschland die Institution, die die Webseiten verwaltet, eine Adressliste gibt. Wir müssen also selber versuchen, irgendwie unsere Roboter loszuschicken. Auch da haben wir über eine Ausschreibung einen Partner gefunden und dieser Partner hat bisher erst ein einziges Mal für uns den Auftrag bekommen, das deutsche Internet zu sammeln. Wir haben aus haushaltstechnischen Gründen gesagt, wir haben nur so und so viel Geld dafür. Das heißt, wir haben eingeschränkt und haben gesagt, es dürfen nur 120 Terabyte werden, mehr nicht. Und wir haben damit 6 Millionen Websites gesammelt und daran hingen 2,5 Milliarden einzelne Dateien. So, das Ganze liegt jetzt bei uns im Archiv. Man kann es auch bei uns natürlich nur im Lesesaal nutzen. Wir haben eine Volltextsuche darüber liegen, sodass man wenigstens in den Texten selber suchen kann. Ich würde mal sagen, dass das Thema Größe ist weder bei den Einzelobjekten noch bei dem Archivieren des Internets das Problem. Das Problem ist die Komplexität bei den Einzelobjekten. Wir haben entsetzlich viele Schnittstellen, entsetzlich viele Partner, von denen wir Dinge abholen. Es wird ganz schnell ganz komplex. Beim Thema Webcrawl dagegen, würde ich sagen, ist das Problem der Zugriff. Jeder weiß, dass im Internet diese Dinge, die wir da sammeln, frei verfügbar sind. Man kann es runterladen, man kann es ausdrucken, man kann alles Mögliche damit machen, man kann es sich in seine eigenen Speicher reinladen und damit rumspielen. Bei uns muss man ins Haus kommen. Und wenn dann nach den berühmten 100 Tagen, von denen Alexis gerade sprach, das geändert ist und verschwunden ist, dann kann man es überhaupt gar nicht mehr benutzen, sondern man muss wirklich zu uns ins Haus reinkommen. Und so sehr ich das verstehe bei urheberrechtlich geschützten Publikationen, die im Sinne eines Geschäftsmodells veröffentlicht werden, so wenig verstehe ich das bei Publikationen, die wirklich frei im Netz sind und dann gar nicht mehr im Netz sind, sodass außer man geht nach Kalifornien, man es eben gar nicht mehr bekommen kann. Das ist das eine, worüber ich gerne auch im Gespräch bleiben möchte. Das andere ist, wir haben, weil es so wenig Nutzung gibt für diese Dinge, auch keine besondere Aufbereitung dieser Websites gemacht. Ich sagte, wir haben eine Volltextsuche, aber wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel Digital Humanities mit ihren Textkorpora machen, was man da für Möglichkeiten hat, Suchen zu initiieren und dann geben wir diese riesen Datenmengen mit einer puren, simplen Volltextsuche an die Nutzer, dann frage ich mich immer, nutzt das niemand,
weil man dazu zu uns kommen muss, nutzt das niemand, weil es nicht wirklich aufbereitet ist, braucht es gar niemand, dann brauchen wir es auch nicht wirklich mit viel Geld und Mühe zu sammeln. Das ist so ein Circulus Vitiosus. Und als letztes möchte ich noch ein Ding ansprechen, das ist mir ein großes Anliegen. Es gehört zur guten wissenschaftlichen Praxis, dass man seine Quelle zitiert und damit dem nächsten Wissenschaftler die Möglichkeit gibt, diese Quelle zu verifizieren. Wenn ein Wissenschaftler eine Website zitiert, dann ist sie nach 100 Tagen weg oder verändert. Er kann sie beim Internet Archive verifizieren, sonst nirgendwo, weil niemand es von irgendwoher sich anschauen kann. Ich würde mich freuen, wir würden in den nächsten Monaten so etwas wie Archivierung on Demand haben. Und dazu sind wir zum Beispiel mit dem Internet Archive jetzt neu ins Gespräch gekommen. Auch darüber würde ich gerne noch mit Ihnen allen ins Gespräch kommen. Vielen Dank. Archivierung on Demand, das ist eigentlich ein super Stichwort und eine gute Überleitung zu dem nächsten Podiumsgast, Jan Schallerböck. Er ist Rechtsanwalt, Partner bei iRights Law, beschäftigt sich seit immer mit Fragen digitaler Rechte, sei es Datenschutzrecht, aber auch eben Rechtsfragen offener Lizenzen ursprünglich und im Rahmen seiner Doktorarbeit, die glaube ich noch nicht fertig ist, aber ich bin nicht, genau, nicht veröffentlicht ist, genau, fertig und nicht veröffentlicht, hat er sich unter anderem beschäftigt mit der Ablieferung von Netzpublikationen durch den Zitierenden. Das ist in Wirklichkeit ja genau so etwas, was hier angesprochen wurde, nämlich die Archivierung on Demand. Und genau, vielleicht könntest du da ein bisschen mehr noch dazu sagen. Ja, vielen Dank, Leonard. Vielen Dank auch vor allen Dingen für die Einladung. Es ist sozusagen, freut mich sehr, dass neben dem Datenschutzrecht eine andere Herzensangelegenheit nun von mir hier so ein bisschen Raum greifen darf. Genau für die Frage, wer archiviert eigentlich das Internet, ist es ja interessant, da haben wir eben die Institutionen, die verschiedenen, aber eben auch die Wissenschaftler und auch die archivieren das Internet. Und zunächst ist es ja so, dass wir als Wissenschaftler enorm vom Internet profitieren. Die Erreichbarkeit von Quellen wird enorm erleichtert, ich muss nicht unbedingt mehr in die Bibliothek gehen, sondern kann das online abrufen. Und auch für denjenigen, der dann die Quelle liest, ist viel leichter zu verifizieren, was da zitiert wird. Wunderbar. Nur das Problem, was wir als Wissenschaftler natürlich haben, ist genau die Persistenz dieser Quellen, die ich online zitiere. Und deswegen ist in vielen Wissenschaftsdisziplinen bei den Juristen noch am meisten verbreitet, dass man sagt, Online-Quellen sind schlicht und ergreifend nicht zitierfähig, werden nicht akzeptiert. Das bricht langsam ein bisschen auf, aber das Problem stellt sich. Und als ich selber meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit damit konfrontiert, habe ich versucht, Lösungen zu finden. Und wir haben das, glaube ich, vor 10 Jahren zum ersten Mal diskutiert, dass es da eigentlich einen paradigmatischen Wechsel gibt. Wir haben das Problem, dass wenn wir das Web archivieren wollen, dass eine Vollständigkeit unmöglich ist. Haben Sie jetzt gerade gehört, selbst das Internet Archive schafft es nicht vollständig. Also müssen wir gucken, wo kriegen wir raus, wissen wir, was wir eigentlich archivieren müssen. Traditionell ist das eben der Push, die Ablieferungspflicht desjenigen, der etwas publiziert, die wir gehört, in Frankreich erfunden wurde. Dann gibt es jetzt seit Neuestem den Pull des Internet Archives, der Nationalbibliotheken, die eben versuchen, das Web zu crawlen. Und was jetzt neu möglich ist, vor ein paar Jahren geisterte so der Begriff des Crowdsourcings durch den Raum, ist, dass wir eine dritte Quelle haben, die wir anzapfen können, nämlich die des Rezipienten. Und daraus können wir einen allgemeinen Grundsatz ableiten und sagen, naja, es ist im Netz wahrscheinlich so, dass immer dann etwas archivierungswürdig ist, wenn irgendjemand glaubt, dass es archivierungswürdig ist. So, das ist die Grundregel. Das kann man sagen, da gibt es vielleicht Abweichungen von in Einzelfällen, aber im Prinzip ist es so, wenn sich ein Mensch für eine Quelle im Internet interessiert, dann, und der auch noch meint, das müsste man archivieren, dann ist das ein sehr, sehr hohes Indiz dafür, dass man das auch tatsächlich archivieren sollte. Die Frage ist natürlich, in welchen Fällen ist es relevant und worum geht es dabei? Als Wissenschaftler ist es für mich dabei wichtig, auch eine institutionelle Garantie zu haben, dass diese Quelle zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich genauso verfügbar war.
eigentlich könnte ich ja mein Privatarchiv pflegen und das habe ich bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten auch gemacht. Das heißt, wenn ich einen Aufsatz finde oder eine andere Quelle finde, dann mache ich daraus ein PDF und lege das in meine Dokumentation. Allerdings nützt mir das noch nichts dabei, wenn jemand sagt, das stimmt doch gar nicht. Dann kann ich zwar dieses PDF rausholen, aber es kann leicht manipuliert sein. Folglich brauche ich eine Referenz auf eine vertrauenswürdige Stelle und das muss eine institutionelle Garantie, mit einer institutionellen Garantie hinterlegt haben. Und da haben wir im Moment eine große Lücke. Ich habe dann gesucht, was für Angebote gibt es und im Moment gibt es drei Anbieter, die da ein Angebot schaffen. Das erste hatten wir gerade schon gehört, das ist das Internet Archive, wo wir eben dieses kleine Formular haben, wo wir dann was reinpushen können. Es gibt zwei weitere, die sich besonders auf diesen wissenschaftlichen Bereich spezialisiert haben. Einer der Erfinder in diesem Bereich ist die Organisation, die hinter Website oder Web Citation steckt. Die machen das schon seit weit über zehn Jahren. Im Prinzip mit dem gleichen Mechanismus, etwas vereinfacht noch. Man kann ein sogenanntes Bookmarklet anlegen, das kann man sich im Browser oben reinstecken und da klickt man einmal und wupp, ist das da drin. Der Mechanismus ist im Prinzip derselbe, Web Citation. Holt sich diese Seite, hinterlegt sie bei sich mit einem Datumsstempel, liefert einem zurück einen Link, den man dann aufnehmen kann in seine Literatursammlung und sagen kann, okay, Web Citation belegt, das war damals da, unter diesem Link kann man es aufrufen. Und die dritte, sehr junge, neue Initiative, getriggert aus Harvard, an der mittlerweile eine ganze Reihe von amerikanischen Hochschulen beteiligt sind, ist PermaCC. Die haben im Prinzip den gleichen Prozess wie Web Citation. Auch hier kann man über ein Bookmarklet veranlassen, dass das da ins Archiv gepackt wird. Da ist aber zusätzlich noch ein Zwischenschritt dabei, ein sogenanntes Vesting findet da statt. Das heißt, wird verifiziert, ist es eine Quelle, die Sie da überhaupt archivieren wollen. Und im Abrufprozess unterscheiden die sich dann auch. Archive.org und Web Citation sind beide direkt über den dann vermittelten Link zugänglich, während PermaCC den Weg gewählt hat, zunächst nach dem Link die Originalquelle herauszugeben. Das heißt, wenn die Originalquelle und das archivierte Dokument übereinstimmen, dann wird verwiesen auf die Originalquelle und man ruft den Inhalt dann beim Original ab. Wenn es einen Unterschied gibt, dann wird es angeboten, das bei PermaCC abzuliefern. So, das sind so die Changierungen, die wir im Moment haben und das ist auch der Stand des Diskurses im Wesentlichen, den wir in dem Bereich haben. Ich glaube, es ist grundsätzlich, und das ist ja auch schon in dieser Runde angeklungen, dass wir uns einig sind, dass wir diese Ergänzung zum Push auch durch den Rezipienten brauchen. Und da sind jetzt ein paar Details, die man noch diskutieren müsste und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Gehen wir es an. Danke, ich würde jetzt gerne noch zwei Follow-up-Fragen stellen. Die erste an Alexis Rossi. We just heard about from Elisabeth Niggemann that there is a lot of effort already being put into archiving the web also in Europe, but it's not used a lot. And you know, we have now talked about how do you archive the web, but how is your archive used? Do you have numbers as well regarding the actual usage? And I've recently heard that there's a new cooperation now with Wikipedia where dead links shall be coupled to the Wayback Machine, if I understood it correctly. Are there other activities how you want to increase or foster usage of the treasures that are, you know, on your servers? So the Wayback Machine is visited by 600,000 to 800,000 IP addresses every day. Those might be people, they might be crawlers, but it's some combination of those things. So it gets a fair amount of use. The archive.org website overall gets about 3 million IPs per day. So it's a big chunk of the people who use the archive.org site. As you mentioned, we did start archiving all of the citations for Wikipedia about 4 to 5 years ago. And we have been working with them since then, trying to get something through their community to have a bot fix all of the broken links. And it did finally start happening about a year ago. So I think to date, we've fixed over 1 million broken links, broken citations in Wikipedia with things that we archived close to the time that the citation was made.
So that's beautiful, and that will continue. Right now, that's only happening in the English Wikipedia. So at this point, we're trying to move it into the other communities, other languages around the world. If you're familiar with Wikipedia, there's a lot of community involvement in getting something done. So it's can be a lengthy process to get everyone on board, but I think it will probably move forward. Another thing that we've been doing is we've been working with Firefox, the Mozilla Foundation, to fix broken links for their users. There's an experimental extension that you can add to your Firefox browser that when you come across a 404 on the internet, a broken page, they automatically check the Wayback Machine to see if we have any versions of that page, and give you an option to go look at that page if you can. Speaking to Jan's point, I think it would be ideal if Firefox was comfortable giving us anonymized data about the websites that people visit so that we could make sure we're actually archiving the things that people visit. That's something that we're lacking somewhat. So like I said, we do the citations and we do the things, the YouTube things from Twitter, and we do the word pressing. So we are trying to go in that direction of archiving the things that the people out there are telling us are important. But it would be ideal if we could actually get the anonymized traffic logs from a browser to tell us where people are really going. In order to move that forward. I would absolutely love that. Before I let Jan say something on the anonymized browser logs, very quick follow-up question, because you mentioned just the traffic numbers, but what are the main use cases? So in what way are Internet Archive services used most, and what is your most successful use case? Sure, wow. So this is actually a hard question for us to answer. We have a lot of things in place at the Internet Archive to protect our users' privacy. We think it's very important to respect the privacy of people who are using a library. And one of the things we do is throw away IP addresses from our logs. We have fake ones in the logs at the end of the day. The IP addresses are different from one day to the next, so I have no idea if the same person that was here yesterday is the person who visited today. So we don't have a lot of automated ways for us to know what people are doing on our website, and we're doing it on purpose, you know, so it's not through, I don't know, stupidity or something. We're doing it on purpose. But we certainly do see the Wayback Machine get used a lot in, first off, lawyers use it to sue people, which I think is probably how we managed to survive in 2001. They didn't want to sue us, they just wanted to sue everybody else. And it's been used as evidence in court cases repeatedly, many, many hundreds of times at this point. But the more fun uses that we've seen come from journalists that are really important. People who are able to look back in time about what politicians and other people have said in the past and have since erased, they thought, from the internet, and they can go back in time and say, nope, actually, on this date, at this time, you said this thing, and then you have to own up to it. And I think that's important. We've also seen people do some really interesting big data research, to use the buzzword, I guess. So, for example, we had a scholar take all of the PDFs that he could find through the Wayback Machine, and obviously we were giving him kind of special access in the back end to do this, all of the PDFs that mentioned Africa, and then using analysis of attitudes and speech to try to discover how people have spoken about Africa over time and how that has changed. And that kind of humanities-related research at that scale is completely impossible unless you put together this scale of corpus.
We've also seen people do some interesting analysis of how internet neighborhoods have changed over time. And again, this is another big data thing, where you look at the link graph of large sites, large popular sites over time, and how they have changed. So the visualization that I've seen is basically like going through the universe, and you know, you're going through the universe, and you see a big ball in the distance, and it turns out that ball is all of the sites that are the link graph around Facebook, right? It's giant, but Facebook didn't exist, you know, 15 years ago. So when you go back 15 years, you see the big giant ball really now is around Yahoo 15 years ago, and the ball around Yahoo now is much smaller. It turns out. And it gives you these ways of investigating how the world has changed over time, either through language or through the internet or how speech has changed, that you can't do really in any other way. Not even with books, frankly, because you can do this kind of thing with books, and we have millions of books available, but books change fairly slowly in comparison to the language and topics that you see on the internet. So if you bring all of these things together and you allow people to access them, they can do all kinds of amazing research that you never would have thought possible. I think it's really important for us to remember that we can't prescribe how these archives will be used. Those of us who work in archiving the internet can only do our best to save things. But we're not experts in humanities research or in link graph analysis necessarily, or any of these other things that people are finding interesting uses for the archive for. So, ich würde jetzt meine nächste Frage gerne an Sie beide stellen als Vertreter von großen Nationalbibliotheken. Erstens mal, wenn man da so zuhört, was da irgendwie alles geht mit dem Internet Archive, also mir geht es so, ich würde an Ihrer Stelle eifersüchtig werden ein bisschen. Meine Frage wäre jetzt, und ein bisschen hat man so rausgehört, ganz so geht es nicht, wir können nur das im Lesesaal anbieten. Sie haben erwähnt, geringe Nutzung, vielleicht wollen Sie auch noch das spezifizieren, was das heißt. Aber unabhängig davon meine Frage, was sind eigentlich jetzt wirklich die größten Hürden? Ist es das Urheberrecht in Europa und die... Auch wenn man jetzt den Kommissionsvorschlag anschaut, da steht was drinnen zur Digitalisierung von analogen Werken, aber eigentlich Webarchiving ist da jetzt kein, wenn ich, zumindest so wie ich das, den Kommissionsvorschlag lese, keine Lösung dafür vorgesehen eigentlich. Oder ist das Hauptproblem, ich habe es auch durchgehört, man hat eigentlich das Geld, um regelmäßig so zu crawlen wie das Internet Archive, und es ist eher die Dotierung. Also, oder ist das mein falscher Eindruck und eigentlich... macht das Internet Archive schon ihr Ding und das ist gut, und die Bibliotheken sollen sich gleich um was anderes kümmern. Weiß nicht, wer zuerst mag. Also zu dem Problem des Zugriffs auf den Lesesaal müsste sich der Jurist vielleicht eher äußern. Das würde ich auch sehr interessant finden, mal so eine Klarstellung zu kriegen dazu. Und ja, unsere Hauptprobleme, gut, wir haben ja zu Anfang auf das Internet Archive zugegriffen, unsere ersten Crawls wurden gemacht, und dann gab es aber die Überlegung und auch Entscheidung in Frankreich nicht, also dass wir nicht genug einer ausländischen Organisation, noch dazu einer amerikanischen, Entschuldigung, vertrauen können, nicht? Also um auf dauerhaft nicht, also als gesicherte Basis einer nationalen Webarchivierung das fortsetzen zu können. Deswegen, sobald wir dazu selbst in der Lage waren, nicht, so haben wir angefangen, das ins Haus zu holen, und machen es seitdem selbst. Nun, unsere größten Herausforderungen sind eigentlich die, dass wir up-to-date bleiben müssen. Nicht? Das Web entwickelt sich, es gibt ständig neue Technologien, die auf den Websites aufkommen, die entstehen. Und dem müssen wir unsere Crawl-Aktivitäten anpassen, dass wir die Websites auch entsprechend so speichern können, dass sie dann über die Webback-Maschinen wieder rekonstruierbar, abrufbar sind. Wir haben zum Beispiel ein paar Jahre lang relativ erfolgreich die Videos von der Website dailymotion.com geharvestet. Es ist eine französische Institution, deswegen machen wir das. YouTube ist es nicht. Und das ging eine Zeit lang gut, nicht? Und dann haben die ihre Struktur geändert, und seitdem schafft unser Crawler das nicht mehr, die Videodatei an sich runterzuladen. Ja, und wir hatten bis jetzt noch nicht die Ressourcen, da wieder hinzukommen, nicht? Um was zu entwickeln, dass es wieder geht. Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich das Urheberrecht, was die größte Problematik in dem ganzen Geschehen ist.
natürlich, wenn man sagt, es gibt sehr viel zu tun und irgendwo muss man Prioritäten setzen und dann abschichten, dann fragt man sich natürlich schon, das eine wird stark genutzt, das andere nicht. Das eine ist etwas, was näher an unserer Tradition ist, das andere ist neu dazugekommen. Und so fängt man an, sich irgendwo zusammen mit Beiräten und Verwaltungsrat und Partnern, die, wenn man sich zu Workshops einlädt, eine Aufgabenliste zu machen. Und dann ja, fällt tatsächlich dieses Domain Harvesting unten runter, weil man denkt, ja, das Internet Archive macht es und jeder kann es nutzen. Warum soll ich es nochmal kopieren? Wenn das Internet Archive übermorgen pleite wäre, dann können wir immer noch verhandeln, zu welchem Preis wir vielleicht die .de's bekommen. Also es ist dort, man könnte es dann vielleicht kaufen. Und deshalb, ja, die Problematik, die am Urheberrecht hängt, versuchen wir jetzt massiv bei dem selektiven Harvesting dadurch in den Griff zu bekommen, dass wir auf die Partner, von denen wir es holen, zugehen und gucken, ob wir nicht Lizenzbedingungen mitgeliefert bekommen können. Also es wäre ja eine Möglichkeit vom Anbieter, von demjenigen, der das Recht auf Verbreitung hat, uns auch dann wiederum das Recht einzuräumen, auch wieder zu verbreiten. Und so ähnlich wollen wir vorgehen, wenn es um Open Access Publikationen auf den Repositories von wissenschaftlichen Einrichtungen geht. Auch da hoffen wir, dass wir maschinenlesbare Lizenzinformationen auch finden und die bei uns mit in die Metadaten ablegen. Und dann wäre das ein Weg, da schrittweise weiterzukommen und auch Propaganda dafür zu machen, dass auf diesen Repositories Lizenzen liegen und dass die maschinenlesbar, verstehbar durch uns, durch unseren Crawler dort liegen. Aber beim Domain-Crawl weiß ich nicht, wie das gehen sollte. Bei 6 Millionen Websites kann ich nicht einzeln abfragen, gebt ihr uns bitte das Recht auf Verbreitung. Wieder eine perfekte Überleitung an den Juristen hier am Podium. Wie soll das gehen? Erstens und zweitens nochmal, vielleicht auch, du hast mit gezuckt, wie das kam mit, wir hätten gern die anonymisierten Nutzungslogs der Firefox-Nutzerinnen und Nutzer. Vielleicht dazu auch noch Ein vielleicht Kommentar. Als kurzen Exkurs vorweg gesagt, ich habe ja gesagt, ja, Archivierung ist eine Leidenschaft, meine andere ist der Datenschutz. Das ist eigentlich mein Hauptrechtsgebiet und natürlich muss ich ein bisschen skeptisch rüberschauen, wenn man solche Informationen rübergibt, weil Anonymisierung ist hart, sage ich in meinen Schulungen immer, das ist sehr schwer zu machen. Und das ist ein ausgesprochen diffiziler Prozess und ich freue mich sehr, dass das Internet Archive sowas wie die Rezipientenanonymität konsequent umsetzt, indem die IP-Adressen auch weggeschmissen werden. Und ich glaube eben so eine direkte Weitergabe seitens des Browsers, eine unmittelbare, da würde ich jedenfalls mich nicht als Fürsprecher für verhaften lassen wollen. Das war nicht gemeint. Ich glaube, es sollte schon ein Effekt sein, wo jemand aktiv entscheidet und sagt, ich möchte, dass das jetzt in Archive eingestellt wird. Das nur vorweg zur Klarstellung auf den Diskurs. Einsteigend, den wir jetzt hier hatten, würde ich absolut zustimmen, das Urheberrecht ist ein Problem. Ja, wir haben im Wesentlichen schon eine Beschränkung auf diese Leseplätze, wenn das denn überall auch geht. Ne? Also da können wir es, weil wir entsprechende gesetzliche Ausnahmeregelungen haben, aber ansonsten könnten wir das streng unter Einhaltung des Urheberrechts auch dann nicht, eine Verbreitungshandlung. Ne? Entsprechend brauchen wir, wenn wir mehr machen wollen, auch wieder gesetzliche Anpassungen. Die Frage ist, wo müssen wir denn überhaupt mehr machen? Und da kommen wir in eine Problematik rein, dass wir im Normalfall ja sagen können, okay, die Quelle ist online noch so verfügbar. Da brauchen wir nicht auf das Archiv zurückgreifen. Das kann ein Archivsystem unter Umständen auch überprüfen und sagen, naja, die Originalquelle hat sich nicht verändert. Das wird zwar bei uns abgefragt, aber da sagen wir, nee, das bieten wir gar nicht an, geh bitte zur Originalquelle. Es ist gar kein Bedarf, dass wir das ausliefern, wir sind an diesem Vorgang im Grunde nicht groß beteiligt. Mir hat sich damals genau dieselbe Frage gestellt übrigens, als ich dann meine Quellen zusammengetragen habe.
war mir relativ schnell klar, ich kann in meinem Literaturverzeichnis nicht die Quellen angeben, die Links auf Web-Citation. Da bin ich dann selber urheberrechtlich in einem problematischen Bereich und gerade gestern hat der EuGH das auch nochmal bestätigt, dass eben schon die Verlinkung auf solche Verbreitungen problematisch sein kann. Also habe ich das gelassen, die liegen bei mir in meinem Archiv, aber ich kann sie rausholen. Ich hatte auch schon ein paar Fälle, wo dann Leute nachgefragt haben und gesagt haben, die Originalquelle, die ist doch gar nicht mehr verfügbar, wie ist denn das jetzt eigentlich? Und ich habe gesagt, ja, aber hier liegt sie. Ja. Und das sind aber die Fälle, die müssen wir erfassen können. Und da müssen wir im Zweifel auch gesetzgeberisch nachjustieren. Wenn jemand was veröffentlicht hat im Netz und das wieder rausnimmt, dann ist es verwaist. Das Werk war mal veröffentlicht und da brauchen wir eine ähnliche Regelung wie bei verwaisten Werken. Das muss zugänglich machbar sein. Nee, wir brauchen, da gebe ich Ihnen recht, wir brauchen nicht so eine Regelung, aber wir haben erkannt, dass das ein Regelungstatbestand ist, der anders zu erfassen ist. Darauf wollte ich hinaus. Der dann eine besondere Berücksichtigung finden muss. Und das sehe ich hier ganz deutlich. Da lacht der Bibliothekar und die Bibliothekarin, wenn das die Regelung, die wir derzeit zu verwaisten Werken als irgendwie Zielvorstellung vorgegeben werden. Ich möchte aber jetzt, dass jetzt hier nicht und wir uns hier im Urheberrecht wegnörden, stattdessen lieber, wir haben noch 25 Minuten, die Chance nutzen, auch Ihnen und hier im Publikum dieses exquisite Podium befragen. Und ich glaube, es gibt auch Saalmikros. Da haben wir schon die erste Frage da drüben. Ich bitte nur darum, Fragen oder auch Kommentare kurz zu halten, dass wir möglichst viele Leuten hier die Gelegenheit geben können. Ich passe auf Deutsch. Eine ganz kurze, etwas kuriose Frage. Noch ein Satz zu Ihrer Person. Ja, mein Name ist Günther Tauer. Ich komme aus dem Bereich Big Data. Ich habe eine Frage an Alexis. Es gibt neben dem Internet noch das Darknet. Gibt es da schon Bestrebungen in Kalifornien, das Darknet sozusagen zu erfassen? Yes, but only to a certain extent. Some of the technology, we haven't developed crawlers that can capture it. Some of the communities that exist on torrent, kind of torrent-based communities, we've been working with them to try to save a lot of the content that they've been working on. But I think we have a very, very long way to go. I feel like we just barely managed to save some of Usenet. We're probably past being able to save, there was a long time on the internet where a lot of files were available on FTP servers, and we didn't do a good job at all of saving that portion of the internet's history. And I think our current danger is missing things like Tor and other kind of more darknet aspects. So we're doing a little bit, but nowhere near enough. And if you happen to know any technologists who would like to help us, we would be really, really, really glad to have the help. Sorry, that's probably not the answer you wanted, but sorry. Ich würde gerne dazu einen Satz sagen. Das ist ja das Lustige, aber das Darknet ist ja nur gerade dadurch definiert, dass die Crawler da nicht rankommen. Nicht? Und in dem Augenblick, wo sie das schaffen, ist es kein Darknet mehr. Ja, und das ist also eigentlich so ein Widerspruch, wo sich die Katze den Schwanz beißt am Ende. Und also deswegen muss man irgendwie, wie Alexis sagte, andere Wege finden dafür. Hallo Jens Best, ich habe eine Frage und zwar erstmal vorangestellt, also mir gefällt natürlich der Pragmatismus von denjenigen, die sich in der Verantwortung stehen und sich auch verantwortlich fühlen. Insofern begrüße ich natürlich diese ganzen einfach pragmatischen Maßnahmen, um überhaupt irgendwas zu machen. Habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass diejenigen, die kulturpolitisch das Internet als, naja, vielleicht geht es ja doch noch wieder weg, empfinden, damit dann auch halt denken, naja gut, dann machen die das jetzt halt so weit geht und ist ja eh uninteressant. Dass die FTD, also FTD, die Financial Times Deutschland.de, der ist pleite gegangen, sie ist weg, die ganze Webseite. Carta.info, sicherlich kein unrelevantes Blog, also ist kein Blog über Küchenrezepte,
sondern es ist schon etwas, was, glaube ich, nicht unwichtig ist für ein Archiv, ist aber nicht .de, sondern .info, geht also auch aus dem Raster raus. Mir würden zig Beispiele einfallen, wie dieser Pragmatismus an wann und was er scheitert. Aber erstmal danke dafür. Dennoch glaube ich, dass das ist ja von deutscher Gründlichkeit eine Tugend, die man ja woanders einfordern kann, ohne dass jemand irritiert ist, ja weit entfernt. Und ich glaube, dass wir den Fehler jetzt machen, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen es jetzt irgendwie, damit wenigstens was passiert. Und dass wir deswegen schwach sind, und ich würde da gerne hören, was diejenigen, die da in der Verantwortung stehen, denken, dass wir kulturpolitisch die Forderung, dass mit einer Mischung von Pull- und Push-Regelung, ja, es muss ja nicht jedes Block über Küchenrezepte irgendwie gespeichert werden, aber irgendeine Mischung zwischen Push und Pull gefunden wird, damit mit einer deutschen Gründlichkeit das deutschsprachige Internet auch archiviert wird, weil sonst ist es ja nichts weiter als eine wüste Entscheidung, die natürlich, also ich habe vollkommen Respekt vor denjenigen, die diese Arbeit jetzt momentan leisten und überhaupt irgendwas machen, aber ich glaube, dass wir dadurch kulturpolitisch geschwächt werden und wir sollten eigentlich andere Forderungen machen, damit sich das ändert. Aber ich weiß auch gerade nicht, wie. Ich bin absolut bei Ihnen, wobei ich gerade zu unserer Ehrenrettung sagen muss, dass wir die Financial Times Deutschland dann noch schnell geharvestet haben. Die ist also da, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie völlig recht... Hä? Ja. Ja, klar. Der Charme eines Archivieren on Demand wäre ja gerade, der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, uns auf die richtigen Fährten zu setzen. Deshalb ist mir das so wichtig. Wir können noch so viele Expertengremien haben, Workshops machen und immer wieder kleine Gruppen bitten, uns zu beraten. Man hätte einen ganz anderen Querschnitt durchs Netz, wenn man eben sagen würde, jeder kann zu uns kommen und kann uns sagen, bitte geh dahin, geh dahin, geh dahin. Das ist etwas, was wir für die nächsten Monate auf jeden Fall auf der Agenda haben und es würde ein bisschen in Ihre Richtung hoffentlich nützen, wenn auch nicht mit der deutschen Gründlichkeit, wie Sie das einfordern. Ich gebe Ihnen auch insofern recht, als diese Haltung, das ist doch alles Murks, das braucht doch keiner, sehr stark verbreitet ist. Und gerade wenn man an die Träger denkt, dieser Einrichtungen, die solche Aufträge haben, dann findet man dieses Sparsamkeitsgefühl, gib doch lieber Geld aus für das Hochwertige, das was einen Qualitätsstempel hat, das andere hat keinen Stempel, das ist ephemer, das braucht keiner. Und dagegen versuchen wir schon immer anzukämpfen, indem wir auch sagen, das, was bei uns in den Lesesälen an gedruckten Werken ganz stark nachgefragt wird, jetzt nicht von den Studierenden, die uns als ganz normale öffentliche wissenschaftliche Bibliothek nutzen, sondern von diesen typischen Nationalbibliotheksnutzern, das ist Werbung in Tageszeitungen, das sind die Kaninchenzuchtvereine und ihre Jahresgaben und alles dieses, was sonst nirgendwo vorhanden ist. Dazu kommen die Leute zu uns und die brauchen es für sozialwissenschaftliche, historische und sonstige Untersuchungen. Und das wird demnächst genau das sein, was man braucht, was man im Internet findet oder fand und was irgendwo gesammelt werden muss. Und natürlich kooperativ, weil wir können nicht sagen .de, das ist es, sondern das ist verzahnt, das ist vermischt und man muss es letztendlich zusammensammeln. Gibt es noch weitere Fragen? Wir hätten noch ein bisschen Zeit. Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Rickert von der TU Chemnitz. Das wird ein bisschen eine technische Frage. Das Internet verändert sich ständig, das ist eben auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Wir sprechen immer noch von Websites, aber die Internetseiten sind immer weniger statische Seiten, sondern dynamische Inhalte, Bilder, Texte werden dynamisch nachgeladen und entziehen sich damit ja vermutlich auch dem einfachen Crawlen. Man kann diese Programme nicht einfach so kopieren. Und das Problem ist natürlich auch, dass man dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren mit den aktuellen Browsern diese Programme nicht mehr ausführen kann. Wie begegnet man dem Problem oder ist damit die Archivierung des Internets schon am Ende? Ja, sicher, das ist ein riesengroßes Problem.
Also teilweise schaffen es unsere heutigen Crawler, dynamische Websites zu crawlen, indem der JavaScript-Code interpretiert wird und der Crawler versucht, nicht aus dem Code heraus zu erraten, was denn der Browser an URLs dann abrufen würde, so denn die Seite in einen normalen Browser geladen werden würde. Und diese URLs, die werden dann gecrawlt und gespeichert, was auf der anderen Seite wieder zur Folge hat, dass eine riesengroße Anzahl falscher URLs generiert wird, nicht? Die dann also bei den Produzenten, auf Seiten der Websites dann wieder mitunter Verstimmung auslöst und wir viele Beschwerden kriegen. Nicht? Also warum schickt ihr uns so eine riesige Liste von falschen URLs, die es gar nicht gibt? Nicht? Wie kommt ihr dazu? Nicht? Und dadurch kann aber tatsächlich so ein gewisser Teil dieser dynamischen Webseite in einer serialisierten Form dann ins Archiv abgelegt werden und ist dann also teilweise wieder abrufbar. Nicht, aber Sie haben recht, es ist ein ungelöstes Problem, wie man sowas auf Dauer hinkriegen kann. Und zum zweiten Aspekt Ihrer Frage, nicht, wie das in der Zukunft dann aussehen soll mit dem Abruf von sehr alten Webseiten aus dem Archiv. Da muss es dann irgendwann Strategien geben, dass man also auch die Browser mit archiviert, die das zu einer bestimmten Zeit mal konnten, die dann mit, nicht, wobei das ein ganz anderes großes Gebiet ist, nicht, das ist die Langzeitverfügbarkeit von Software-Systemen. Alles ja, aber ein Browser, der das kann, nicht, setzt auch ein Betriebssystem voraus, auf dem dieser Browser läuft, was dann also mit archiviert werden müsste und in der letzten Konsequenz dann auch der Computer, auf dem dieses Betriebssystem gelaufen ist. Also das ist auch wieder eigentlich ein Fass ohne Boden. Wobei, wenn ich mir anschaue, wie toll Spielkonsolen-Emulatoren funktionieren, denke ich mir, sollten wir doch auch Browser-Emulatoren hinbekommen. Aber bitte? Ja, grundsätzlich jedenfalls. Und so wie wir bei unserer Langzeitarchivierung eben zwei Strategien haben, Migration und eine Emulation, wo wir quasi durchgreifen bis auf die letzten Spuren da unten, müssen wir uns das beim Webarchivieren auch letztendlich so vorstellen und daran arbeiten. Aber das ist eine Menge Projekte, die wir dazu brauchen, um das in den Griff zu kriegen, das ist klar. Aber es ist nicht nur das Web, was da Probleme macht. Wenn ich an die riesen Mengen von Primärdaten aus der Forschung denke, dann haben wir da das gleiche Dilemma, dass wir mit Publikationen den ganzen Rattenschwanz von Primärdaten haben, die auch letztendlich mit bestimmter Software und so weiter genutzt werden. Es ist ja nicht nur, dass das Bits und Bytes sind, sondern man will aus diesen Daten ja auch wieder was rausholen können zum Nachnutzen. Und auch da habe ich noch keine Strategie, wie man damit umgehen kann. Maybe you could add how Internet Archive addresses the issue of dynamic web pages. How have you addressed the issue of Flash? How glad are you that Flash is gone? So what is... I'm neutral on Flash, but... Elizabeth makes a good point about emulation. It is very difficult, and it is something that we're going to have to rely on. So we have a software archive as well, and we've kind of used the popularity of games and gaming to encourage a community of volunteers to develop in-browser emulation for old software and old operating systems. And we have thousands of old games that you can play on these old operating systems now. And it partially, yes, we just wanted people to be able to play these games. I mean, you know, let's be honest. And they're incredibly popular. It's ridiculous. But the point of encouraging the technology and spending the time on it was exactly this problem, which is how are we going to deal with 50-year-old web pages? When we get there. Presumably the web will not be the same. It won't use the same browsers. Flash probably will be very much a thing of the past. You might not even be able to read a PDF anymore without emulation. So that really was a very purposeful thing that we wanted to work on, but it is an endless problem. Because there are always new things that are going to have to be emulated. So I think the only way that we think we're going to get through it is by continuing to rely on volunteers to help us.
because we don't have the budget necessarily of a national library to work on these kinds of things. It's also the exact same reason that we've worked so hard to bring things off of old media formats like shellac discs into the digital, into digital files, because those old things, nobody can play them anymore and they're deteriorating. And the same thing happens for digital files, right? They, you have to maintain those, you have to bring them forward into new file formats as things change. And we've had to do this many, many times over the years for tens of millions of items. And it's going to be an ongoing problem as long as we have digital files, so. Wir haben da noch eine Frage. Ich würde sagen, jetzt eine letzte Fragerunde und dann machen wir noch eine Abschlussrunde hier am Podium. Also alle, die noch Fragen haben, jetzt oder in der Pause. The last question, letzte Frage an Alexis und auch vielleicht an die anderen. Alexis sagte, dass es eine Non-Profit-Organisation ist, but Sie müssen ja ein Budget haben. Wie hoch ist das jährliche Budget? Und wenn es nur kalkulatorisch ist. Die Frage geht auch an den Repräsentanten jetzt in Bibliothek National und auch an die Deutsche Nationalbibliothek, weil es heißt ja der Spruch von Milton Friedman, there is no free lunch, also es gibt ja nichts umsonst. Das heißt, um so ein Archiv aufzubauen, was brauchen wir für Geld? Wir haben da noch vorne eine Frage gehabt. Können wir das Mikro weitergeben? Sorry. Danke. Wir hatten es von Pragmatismus, Frau Niggemann, Sie sagten für das Webarchiving, versuchen Sie, damit Sie die Sachen auch zeigen können im Internet und nicht nur im Lesesaal, dann auch die entsprechenden Erlaubnisse mit Lizenzen, maschinenlesbaren Lizenzen zu bekommen. Bei Open Access Publikationen sind Sie ja oft mit dabei. Bei allen anderen, ist das da wirklich pragmatisch oder braucht es da nicht viel mehr eine bereichsspezifische Ausnahme vielleicht für die Gedächtnisinstitutionen, die Dinge, die sowieso im Netz sind, auch verfügbar zu machen? Julia Reda ist heute nicht mehr da, aber Matthias Schmid sitzt wieder mit im Publikum. Braucht es was für die Gedächtnisinstitutionen oder funktioniert es auch über Lizenzregeln? So, gut, das war's. Dann, please, Alexis and then Miss. Okay, so the Internet Archive's budget is about $15 million a year. That is about 40% comes from digitizing books for other libraries. About 20% comes from performing web archiving tasks for other libraries, universities, institutions. And about 40% comes from donations and foundations and things like that. We have about 150 employees, but about 80 or 90 of those people just do nothing but scan books all day. So our kind of core team at headquarters is about 50 people. Zum Budget der BDF, der BNF. Und wir haben sicher eins, also was ein Teil des, des Budgets der Nationalbibliothek insgesamt ist, nicht, wir sind eine staatliche Organisation. Wie hoch das im Einzelnen ist, kann ich Ihnen nicht sagen, da bin ich jetzt die falsche Person. Aber man braucht ein Budget für die Maschinen, man braucht ein, die müssen regelmäßig erneuert werden, man braucht ein Budget für Festplatten, die jedes Jahr neu gekauft werden sollen, damit die in die Speicherschränke reinkommen. Man braucht ein Budget fürs Personal, was das Ganze macht. Wir sind eine Gruppe von 8 Leuten, die das insgesamt betreiben, und man braucht ein, habe ich was vergessen? Letztendlich, also die Infrastruktur sicher, das Netz muss am Leben gehalten werden und das alles. Sie können mich gerne ansprechen, ich versuche die Zahlen rauszukriegen, kann sie Ihnen schicken. Ich kann es auch nicht wirklich beantworten. Ich kann Ihnen sagen, wie groß unser Budget ist oder wie groß davon der Brocken IT ist, aber das hilft jetzt hier auch nicht. Man müsste wirklich in die einzelnen Budgetteile reingehen und das zusammenaddieren, kann ich nicht sagen. Zu der Frage, wäre nicht eine Schranke schön? Ja, selbstverständlich. Das war ja nur der Versuch zu sagen, wenn wir sie nicht kriegen, müssen wir irgendwie gucken. Dann wird es anstrengend und mühsam, und nur nichts machen widerspricht einfach dann auch meinem und unserem Naturell. Wir würden dann schon kleine Tippelschrittchen machen, um wenigstens irgendwas zu erreichen. Und manchmal graut mir auch fast davor, dass wir das Ganze wirklich auch wieder anbieten können. Wir sind gerade bei dem
dem einzigen Massengeschäft, wo wir eine Lizenz erwerben, um es dann digital zur Verfügung zu stellen, über ein Problem gestolpert, das uns, als wir frohlockend in diese Projekte reingegangen sind, gar nicht drüber nachgedacht haben. Also wir können vergriffene Werke lizenzieren, tun das, stellen sie dann über die Deutsche Digitale Bibliothek zur Verfügung. Und wir haben für diese vergriffenen Werke vor allem Werke genommen, die nicht mehr in den Lesesaal gehen, weil sie so zerfallen sind, weil Säurefraß oder was auch immer daran nagt. Wir können sie nur noch mumifizieren und sie gehen nicht mehr in die Benutzung rein. Also haben wir die digitalisiert, haben geguckt, sind sie vergriffen? Ja, sie waren vergriffen und wir haben sie zur Verfügung gestellt. Jetzt kommt eben heraus, das sind zum Beispiel Nazi-Verlage, die eben auch auf säurehaltigem Papier gedruckt haben und so weiter. Also man kommt in immer wieder neue Schleifen von rechtlichen Problemen hinein, denn wir verbreiten damit Nazi-Schrifttum, wir verbreiten vielleicht bei Web-Harvesting auch Jugendgefährdendes, was auch immer an Schrifttum, und man braucht intelligente Filter, man braucht intellektuelle Bearbeitung dieser Sachen. Ich ahne es noch nicht. Man stolpert jedenfalls von einer Falle in die nächste. Gut, dann würde ich jetzt bitten, vielleicht macht Jan den Anfang, noch einmal so ein Schlussstatement, vielleicht ausgehend von der Frage, also ich glaube, ich habe so den Eindruck, es gibt hier halbwegs Konsens, in dieser Runde auch nicht sehr verwunderlich, dass eine Bereichsausnahme eine wirkungsvolle wünschenswert wäre, zumindest in Europa. In den USA gibt es ja mit Fair Use zumindest etwas, was hier auch zur Anwendung kommen kann oder auch angewendet wird. Zumindest beruft man sich darauf. Aber wenn das nicht kommt, also wenn wir quasi, was dann? Was wäre dann die Priorität vielleicht auch? Also natürlich, volle Zustimmung hatte ich auch vorhin schon gesagt. Also diese bereichsspezifischen Ausnahmen, die brauchen wir. Wie genau die dann im Detail gestaltet sind, da kann man sich ja auch drüber diskutieren. Aber es sind ja grundsätzlich zwei zu unterscheidende Fälle. Das eine ist die schlichte Archivierung ins Archiv und das andere ist, das dann wieder zugänglich zu machen. Und bei der schlichten Archivierung war ich schon vorhin ein bisschen überrascht, Sie werden es mir nicht verübeln, zu sagen, das überlässt man unter Umständen doch dem Internet Archive, die machen das doch gut. Das meinten Sie aber auch nicht ganz ernst, das ist völlig klar, und Sie haben dann sehr zu meiner Freude, anders als Jens Best auch gesagt, sinngemäß, gerade die Küchenrezepte sind es durchaus auch, die wir archivieren wollen, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Aber natürlich muss es erstmal darum gehen, Schritt für Schritt die Low-Hanging Fruits zu machen. Das ist im Prinzip ja eine Herkulesaufgabe, das Internet zu archivieren. Und ich denke eben ein Impuls, und da freue ich mich sehr darüber, dass wir das heute gesehen haben, zu sagen, man bezieht eben dabei die Internetnutzer in ihrer Gesamtheit stärker mit ein, wäre genau das auch zu erleichtern, rauszufinden, was man eigentlich archivieren muss. Und das erleichtert es vielleicht auch, diese einfach zu greifenden Früchte, die da im Internet überall rumhängen, auch zu erwischen. Und damit bin ich schon sehr zufrieden, wenn es das gelingt, da jetzt einen Schritt vorwärts zu machen nach dieser Runde. Ja, Einbindung der Nutzer, das ist ein gutes Stichwort. Das wünschen wir uns auch mehr, dass es mehr Reaktionen aus der Gemeinschaft gibt, die nicht nur Proteste gegen unsere Archivierung sind, die wir doch durchaus auch haben. Die BNF hat die Möglichkeit, dass also jeder Betreiber einer Website vorschlagen kann, dass seine Website archiviert wird. Es gibt ein Formular dafür, was online verfügbar ist. Und es gibt auch eine Mailadresse, wo man eine Bitte schicken kann. Dann wird geguckt, ob diese Website nicht ohnehin schon in der Datenbank ist. Und wenn nicht, wird sie zumindest für den Broadcall explizit mit aufgenommen, dass also beim nächsten Broadcall das auf jeden Fall auch mit erfasst wird. Ansonsten, wir würden uns auch sehr wünschen, wenn wir uns mehr öffnen dürften gegenüber der Öffentlichkeit für die Nutzung. Diese Beschränkung auf den Lesesaal, das gefällt uns auch überhaupt nicht. Wir würden uns freuen, wenn es da irgendwann mal eine Regelung gäbe, dass wir davon weggehen dürften. Nur noch mal schnell zu der Frage, es reicht ja, wenn das Internet Archive es tut, das ist natürlich das Pfeifen im Dunkeln, um die Angst wegzukriegen, dass es sonst verloren geht. Natürlich müssen wir das machen und natürlich müssen wir alle zusammen das machen, damit wir insgesamt als Schnittmenge von all diesen Archiven einigermaßen vollständig werden. Wir haben verglichen, was wir bei unserem einen Domain-Crawl gekriegt haben, was das Internet-Archive davon hat, und haben gefunden, dass wir 62%
Alleinbesitz hatten. Also das war nicht im Internetarchive. Und deshalb, man muss es, alle zusammen müssen wir es machen, weil jeder verliert irgendwas dabei. Ja, ich hätte wirklich gerne diese Verfügbarkeit von freien Quellen über uns, vor allem wenn sie dann eben nicht mehr selbst zur Verfügung stehen. Das wäre mein größter Wunsch. Und alles andere, ich habe immer wieder den gleichen blöden Witz, weil wir ja auch über Kochrezepte gesprochen haben, auf die Frage, wie isst man eigentlich einen Elefanten, ist die richtige Antwort Stückchen für Stückchen. The last word, Alexis, for you. What do you want to, you know, give home your poor European non-fair use archivers? First, I really strongly agree that the Internet Archive should not be the only organization doing this. There, not only is that not in our best interests, it's not in your best interests, it's not in the world's best interests. However, you are also correct. We can't do it alone because we don't have the same perspective that you do. We don't have the same resources that you do. Leaving this all to the Internet Archive, which of course is not true because some of the national libraries do have really robust archiving programs, but it's not feasible. It's not possible. We won't do a good job. We need help. We are doing the best we can. We do a lot, but we can't do everything. And I think that having a robust group of people all archiving the web and hopefully sharing things as well is the best solution for everyone, 100%. The Internet Archive does have some advantages. first off, fair use, of course. But also because we're not a governmental organization. I think that we have a little bit more leeway to push things forward in ways that perhaps a national library doesn't feel is their role. And perhaps that's appropriate. I feel like as archivists and librarians, we have a duty. We have an absolute duty to save this information for the future. And we should push as far and as fast as we can to make sure that we can actually accomplish that job. Whether we can give access right now, whether we have to work together in various interesting ways to make this happen, maybe it's not straightforward, but I think we have an absolute duty to save these things right this very minute, because it will all be gone if we wait for laws to change. So I realize this is not maybe a popular opinion up here, but I'm saying it anyway. Just do it. Okay. Thank you, Alexis. Yeah. Danke Ihnen allen fürs Zuhören, für die Fragen. Danke auch für das Schlusswort. Es wird auf jeden Fall zu spät sein, wenn wir darauf warten, bis die Gesetze sich ändern. Ja, den Eindruck habe ich auch, wenn ich mir anschaue, wie flott es vorangeht bei der europäischen Urheberrechtsreform. Mit diesem nicht sehr fröhlichen, aber durchaus latent optimistischen Ausblick, vielen Dank und weiter geht's.